Willkommen, mein Name ist Monique Menesi und dies ist vielleicht dein Weg in die USA. Willkommen in meinem Muttersprache-Podcast. Und dieser Podcast ist für alle, die davon träumen, in den USA ein neues Leben zu beginnen und sich fragen, ob vielleicht ein Business der Schlüssel sein könnte oder wie das Leben hier in den USA so funktioniert. Vor 10 Jahren stand ich nämlich genau da, wo du jetzt vielleicht stehst, mit einem großen Traum im Herzen, aber vielen Fragen im Kopf. Wie sieht das Leben in den USA wirklich aus? Kann ich erfolgreich zum Beispiel mein eigenes Business aufbauen? Und vor allem, wie fange ich das überhaupt an? Und seit meiner Auswanderung in den USA habe ich nicht nur persönlich 4 eigene Businesses hier aufgebaut, sondern unzählige Deutsche dabei begleitet, diesen Grundstein für ihre Existenz zu legen. Und in meinem Podcast erzähle ich eben diese Erfolgsgeschichten, die sowohl inspirieren als auch realistische Herausforderungen von Auswanderern und ihrem Weg zeigen. In diesem Podcast teile ich all mein Wissen, meine Erfahrung mit dir. Wir sprechen über die ersten Schritte in den USA, rechtliche Hürden, kulturelle Unterschiede, aber natürlich auch, wie du hier mit deinem eigenen Business starten kannst. Ich lade Experten und erfolgreiche Unternehmer ein, die ihre Insights und Tipps mit dir teilen, aber auch welche, die einfach nur diesen amerikanischen Traum hier leben. Also ob du schon fest entschlossen bist, vielleicht sogar auch schon hier in den USA lebst oder ob du noch zögerst, in diesem Podcast findest du alles, was für dich wichtig ist. Also welcome to the United States und in meinem Podcast. Hier geht's gleich mit einer neuen Folge los. So, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du wieder zurück bist. Und erstmal super, super vielen Dank für das unglaubliche Feedback, was wir so zu den letzten Folgen bekommen haben. Wahnsinn. Also mir haben so viele Leute geschrieben. Ich habe auch so viele Calls gehabt mit Interessenten, die auch wirklich daran interessiert sind, hier in die USA auszuwandern. Und immer wieder habe ich das Feedback gekriegt, Monique, das ist total spannend, auch mal Leute zu begleiten, die jetzt nicht schon 20 Jahre in den USA leben oder auch hier schon erfolgreich sind, sondern gerade so die Geschichte auch von Lisa und Conny, die ja noch weitergeht übrigens. Das fandet ihr echt cool, dass ich mal mit jemandem spreche, der ja vielleicht sich noch gar nicht so sicher ist oder so gerade in den Anfängen steckt. Und da habe ich mir gedacht, davon könnt ihr gerne mehr haben, denn ich habe hier eine super, super Kandidatin, die nicht nur eine spannende Geschichte hat, sondern auch genau da steht. Und das ist die Wildern. Hallo Wildern, schön, dass du heute hier bist. Hallo und danke, dass ich nochmal hier sein darf. Ich freue mich. Das ist jetzt schon unser 2. Podcast und ich nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich freue mich sehr. Ja, die Wildern war schon in, wie du ja vielleicht auch weißt oder auch nicht, dann erzähle ich es dir jetzt. Ich habe ja neben dem Muttersprache-Podcast, was ja meine Herz und Seele ist und den gibt's ja schon fast 5 Jahre, habe ich ja noch einen 2. Podcast, da geht's um Businessaufbau. Und da hatte ich mit der Wildern auch schon ein Interview, die Episode, die verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Also wenn ihr da nochmal reinhören wollt, super, super gerne. Wildern, erzähl mal, wer bist du, was machst du? Warum bist du hier? Ich muss gerade schon lachen, weil mein Bild gerade auch so ein bisschen witzig aussieht mit dem Headset. Aber es gibt keine andere Möglichkeit ohne gutes Mikrofon. Deswegen bin ich schon mal froh, dass du mich überhaupt gut verstehst hiermit. Du siehst super aus. Keine Sorge. Ja, wer bin ich? Mein Name ist Wildern Cirpan. Ich komme ursprünglich aus Isny im Allgäu, also schön in der Natur, nähe den Bergen, nähe Alpen aufgewachsen, immer schon sehr naturverbunden gewesen, bin dann irgendwann nach Stuttgart gezogen, habe dort eine Ausbildung bzw. ein Studium zur Schauspielerei gemacht und abgeschlossen und habe nach meiner Ausbildung bin ich nach Berlin gezogen, weil ich einfach diesen Schritt damals wagen wollte, obwohl viele Leute mir davon abgeraten haben, gemeint haben, naja, alle, die ja Schauspielerei machen wollen, die gehen irgendwann nach Berlin, aber es sind nur irgendwie ja 1 von 1000, die es irgendwie schaffen oder sonst irgendwas. Und es war tatsächlich so ein bisschen mein Ansporn damals und meine Motivation. Ich habe dann sehr schnell angefangen, viel Werbung zu drehen und mich über Werbeeinnahmen, über Wasser zu halten. Und dann kam auch schon relativ schnell die Anfrage von einer deutschen Serie, in der ich dann 2 Jahre im Festengagement war. Und in dieser Zeit... Also GZSZ, wir dürfen es hier auch sagen. Genau. Und habe da ein bisschen mehr als 2 Jahre für gedreht.
und habe in dieser Zeit parallel meine kleine eigene Yoga-Brand, Yoga-Firma gegründet, die ich jetzt ja mittlerweile seit 2 Jahren habe. Ich bin quasi immer noch am Anfang, am Aufbau meines Unternehmens und stecke da sehr viel Kraft, Energie und auch Liebe und ganz, ganz viel, ja, einfach alles da rein, weil es einfach mein Baby ist. Und habe in der Zwischenzeit auch eine Ausbildung zur Yoga-Lehrerin gemacht. So, ich stehe da also nicht nur als Gründerin dahinter, sondern auch wirklich mit meinem ganzen Herzen. Yogaga heißt die Firma. Und ich bin quasi, ich würde sagen, es repräsentiert mich, es repräsentiert meine eigenen Werte. Und deswegen glaube ich da auch einfach so feste daran. Und ja, dann habe ich, um jetzt einen ganz, ganz weiten Bogen zu spannen, vor ungefähr 2 Jahren oder etwas länger meinen jetzigen Freund kennengelernt, der Amerikaner ist. Und, ja, und der hat zu der Zeit allerdings noch in Deutschland gelebt und dort gearbeitet. So, sein Vertrag dort aber dann oder seine damalige Arbeit mehr oder weniger aufgegeben. Und ja, wir waren der festen Überzeugung, dass er es ganz einfach haben wird, in Deutschland einen Job zu finden. Und also er wollte auch in Deutschland bleiben. Genau, das war erstmal so der Plan. Vielleicht auch nicht für immer, aber das war einfach so für uns die einfachste Möglichkeit, weil ich schon in Berlin war und wir haben uns dann zusammen eine Wohnung gesucht. Das hat auch alles super schnell und einfach geklappt und wir waren so, ja, es muss jetzt einfach so sein. Wir haben dann gemeinsam ja eine Wohnung bezogen. Ich bin dann innerhalb Berlin quasi umgezogen. Er kam mit dazu. Und dann hat das erstmal angefangen mit der Problematik, ein Visum für ihn zu bekommen. Also wir haben einen Visumantrag letztes Jahr im August gestellt und es hieß, dass er innerhalb 3 Monaten eine Rückmeldung erhalten wird. Nach mehrmaliger Anfrage und Rückfrage und nochmal hinfahren und wir ständig abgewiesen worden sind, haben wir bis dato nicht eine einzige Rückmeldung erhalten. Und sehr krass. Ja, und er hat dann irgendwann für sich entschieden, dass er so natürlich nicht mehr weitermachen kann, weil er in der Zeit dann schon 6 Monate nicht gearbeitet hat. Bei ihm hat es natürlich auch schon gekribbelt. Er wollte unbedingt wieder arbeiten. Er wollte Geld verdienen, was ja auch irgendwie logisch ist. Und wir haben uns natürlich, ja, gefragt, was so die bestmögliche Lösung dafür ist. Und er hat dann irgendwann angefangen, sich überall zu bewerben und sich nicht mehr so auf Berlin einzuschränken, weil auch jobtechnisch einfach sich nichts ergeben hat für ihn. Obwohl wir ja mittlerweile auch ein paar amerikanische Unternehmen dort haben, wie Amazon und Tesla. Und ja, dann hat er so die Fühler ein bisschen mehr ausgefahren. Also er brauchte sozusagen auch wahrscheinlich den Job für das Visum, oder? Genau. Also kein Arbeitsvisum ohne einen Job in Deutschland, ne? Einerseits entweder das oder er hätte eben so ein, das ist wie so ein Familienvisum so ähnlich, was er hätte beantragen können, weil seine Freundin, also ich ja dort bin oder war und er ja auch schon nachweisen konnte, dass er eine Wohnung hat und er auch eine Tochter hat, die in Deutschland lebt. Also das wäre alles schon möglich gewesen, aber es hat sich einfach nie irgendjemand zurückgemeldet, was natürlich sehr traurig und schade ist, aber so ist das in Deutschland manchmal mit der Bürokratie. Mhm. Und er hat dann die Fehler irgendwann gezwungenermaßen weiter ausgefahren, hat gesagt, ich bewerbe mich jetzt überall. Es ist für mich auch nicht mehr nur Berlin, auch nicht mehr nur Florida, wo seine Familie auch teilweise herkommt, sondern ich bewerbe mich jetzt überall und gucke, was passiert. So, und dann hat er ein Jobangebot aus Utah, aus Salt Lake City bekommen. Und ist innerhalb 3 Wochen nach Salt Lake City gezogen. Und natürlich war das am Anfang, vielleicht mache ich erstmal ein Päuschen. Ja, ich wollte gerade sagen, halt, stopp, stopp, stopp. Also lass mich nochmal ganz kurz anknüpfen, wo du dich gerade vorgestellt hast. Also du bist da so schnell durchgegangen und da wollte ich ganz gern nochmal was zu sagen, denn also zum... Ich habe so viel zu erzählen. Also zum einen, die Wildern hat eine Hauptrolle bei GZSZ gespielt. Die hat einen unglaublich großen Instagram-Kanal, wo sie ganz, ganz viel aus ihrem Leben teilt, aus ihrer Philosophie. Sie hat einen sehr schönen YouTube-Kanal, wo sie wirklich ganz tolle Yoga-Videos auch kostenfrei zur Verfügung stellt. Also da, das will ich jetzt nochmal so ganz kurz hier reframen, was du gesagt hast, weil ich finde das gar nicht so unwichtig, um auch zu verstehen, wo du jetzt so herkommst und wo auch die Reise hingeht. Denn was ich damit sagen will, ist, dass du dir in Deutschland schon echt eine Sichtbarkeit, schon was aufgebaut hast. Also neben deinem Yoga-Brand, wo es darum geht, du hast mir, und das könnt ihr vielleicht auch nochmal hören, wer daran interessiert ist, an der Podcast-Folge, die wir im Monique Menesi-Podcast zusammen hatten, aufgrund einer Not, dass
dir die Yogamatten alle nicht so gut gefielen, hast du dein eigenes Business aufgebaut. Zuerst einmal mit Yogamatten, jetzt mit total toller Yoga-Bekleidung. Und wenn sich jetzt der ein oder andere fragt, ja, braucht man noch ein Yoga-Brand? Ja, braucht man, weil dieses ist nachhaltig. Das ist Peter Award, oder wie sagt man das in Deutsch? Peter Award. Peter Award hast du gewonnen, also wirklich auch ohne Tierversuche, mit tollen Produkten, ganz viel Liebe im Design, ganz viel Liebe in der Stoffauswahl und natürlich auch Liebe, in dem das alles angewendet wird und du das in deinen Yoga-Videos, in deiner Yoga-Praxis sozusagen auch einbaust. Und da standest du, als wir uns dann im letzten Jahr im Sommer in Berlin getroffen haben. Erstmal du und ich und dann du und ich und dein Freund. Ne? Das war ganz interessant, weil du hast ja wirklich neben der Schauspielerei, Synchronsprechen machst du noch, Werbevideos machst du. Also da ist schon unglaublich viel und auch ein hoher Bekanntheitsgrad eben über Social Media. Standst du jetzt da, wo du sagst, Mensch, du, ich bin jetzt gerade so richtig, gib Gas hier, ne? Also ich bin hier gerade so richtig im Unternehmertum angekommen, auf allen möglichen Kanälen. Läuft's? Also klar, besser geht immer, aber läuft, ne? Du hast eine große Followerschaft, viele Fans dir aufgebaut, ne? Bietest auch Yoga-Retreats und Kurse an. Also so ganz, ganz viel, was da ist. Und dann kam die Problematik dazu mit deinem Freund, dass der ja einfach nicht verständlicherweise dann im Grunde auch happy ist, ne? Also wenn du da dir nichts aufbauen kannst, dann ist es schwierig, ne? Also und da haben wir uns letztes Jahr eben getroffen, persönlich in Berlin, wo es da so war, okay, was für Möglichkeiten gibt's jetzt eigentlich? Wie geht's jetzt weiter? Ich weiß noch, da war dein Freund gerade dabei, sich immer noch zu bewerben. Also damals hatte er noch nicht die Zusage von Utah. Nimm uns da nochmal mit hin, wie da die Überlegung eigentlich war. Das war so die Zeit, wo wir uns eigentlich sicher waren, dass er in Deutschland eben einen Job finden wird und wir da völlig drauf, darauf vertraut haben und auch auf das Visum, dass er das erhalten wird. Und ja, aber so wie das im Leben halt immer ist, ne, man plant und das Leben schreibt aber komplett die eigenen Zeilen und so war es halt ein bisschen auch wieder in unserem Fall wieder. Und er ist dann im Januar, war das jetzt, glaube ich, im Januar hat er sein Jobangebot bekommen, wo er dann eben auch die Entscheidung getroffen hat, nach Utah zu ziehen. Und dann hat so ein bisschen dieser Struggle auch schon angefangen bei mir, so was eigentlich, wenn er jetzt weggeht, was ist mit uns, was ist mit der Beziehung, was passiert hier, wir sind ja auch gemeinsam in diese Wohnung, was passiert mit der Wohnung, in mein Business, kann ich all das, was ich hier mache, auch dort machen, wenn ich überhaupt in Erwägung ziehen würde, dorthin zu gehen, also ganz, ganz, ganz viel Kopfarbeit. Was waren denn so die Für und Widers? Also für ihn war klar, er geht zurück, macht ja auch Sinn. Er hat ein gutes Jobangebot bekommen und hat damit natürlich auch erstmal wieder so den Einstieg in den Jobmarkt hier in den USA. Ja. So, was war bei dir? Also wobei man da auch sagen muss, er hat das jetzt nicht gemacht. Also man hat schon sehr stark gemerkt, er macht das aus einer Entscheidung heraus. So, er hat sich ein bisschen gezwungen dazu gefühlt. Und es war nicht so dieses, das ist eigentlich wirklich, was ich gerade möchte. Vor dem Hintergrund, dass wir uns eben gerade gemeinsam leben und Deutschland aufbauen wollen. Und bei mir war es dann eben so die Frage, ja, wohin geht's mit uns? Wie geht das einfach für uns weiter? Wie könnte das mein Business beeinflussen? Wie könnte das mein Leben positiv oder negativ beeinflussen? Was könnte mit meinem sozialen Umfeld passieren? Ich muss dazu natürlich auch sagen, dass ich jetzt keine 10 dicke beste Freundinnen habe, aber die engen Leute, mit denen ich bin, die sind mir einfach ultra, ultra wichtig. Und natürlich spielt das bei mir auch eine ganz, ganz große Rolle. So, ja, man hat sich einfach die unglaublichsten Fragen gestellt. Und das hat mich einerseits, es war so phasenweise. Einerseits hat es mich belastet, weil ich nicht wusste, was passiert. Andererseits dachte ich mir, es kann ja auch alles eine gute Möglichkeit für mich sein, sowohl im Business als auch ja für mich auch nochmal was Neues erleben. Vielleicht ist es auch das, was ich machen muss. Und genau das könnte auch der Grund sein, warum uns das gerade widerfährt, weil ich vielleicht ja nochmal aus dieser Komfortzone raus muss und was anderes erleben soll und vielleicht auch mein Business weiter in die USA austragen soll oder noch weiter international. Und mit diesen Fragen habe ich mich natürlich die ganze Zeit beschäftigt. Und ich würde auch sagen, beschäftige ich mich auch immer noch. Nur der Unterschied ist jetzt eben, er ist hier und ich vertraue mehr. Ich lasse das einfach alles gerade so ein bisschen passieren und möchte einfach, solange ich mir mit nichts sicher bin, auch keine Entscheidungen treffen. Mhm. Und ja, da fühle ich mich gerade so ein bisschen hinein, weshalb ich jetzt gerade auch, ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt haben, ja auch in Utah, bin in Salt Lake City.
Genau, also du bist jetzt seit 6 Wochen, glaube ich, ne, in Utah ungefähr. Also die Phase ging eigentlich los letztes Jahr im Sommer, als wir uns getroffen haben. Das war im Juli, ne? Also da war so zum ersten Mal im Gespräch, mache ich das nicht? Wenn ja, wie ist das Leben in Amerika? Was könnte ich da überhaupt machen? Wie kann das überhaupt visumstechnisch gehen? Ne? Also jetzt so ein knappes Jahr ist so dieses on-off, on-off. Dann kam im Januar der Job, die Jobzusage, und damit wurde das dann natürlich nochmal ein bisschen konkreter. Aber ich glaube, unser Gespräch letztes Jahr war auch schon so ein Wendepunkt, wo wir so gesagt haben, du musst doch eigentlich dein Business gar nicht nur deutschlandweit machen. Du kannst doch dein Business auch so aufstellen, dass du das weltweit aufstellst. Und warum limitierst du dich denn auf Deutschland? Und selbst wenn du in Amerika bist, deine Fangemeinde in Deutschland, ist es das ja auch nicht schlimm, sondern ganz im Gegenteil. Vielleicht ist das für deine Community auch gar nicht so uninteressant. Du machst ja auch Influencer-Sachen, Aufträge zum Beispiel. Und dann ist natürlich Content Creation immer in Bewegung besser, als wenn du nur an einem Ort bist. Man sieht das ja jetzt auch besser. Also ich kann ja nur empfehlen, Bildans Account mal natürlich auszuchecken. Da hat sie natürlich jetzt ganz tolle Bilder auch, die sie in Utah aufgenommen hat. Ich glaube, dass das schon mal ein ganz wegweisender Mindset-Shift war, oder? Als wir damals gesprochen haben. Dann kam quasi der Job im Januar. Das heißt, dann war so, okay, jetzt wird's ernst. Jetzt haben wir eben nicht nur drüber geredet, sondern jetzt ist mal hier der Job da. Den hat er eben auch angenommen. Er ist dann rübergeflogen. Und ich weiß, die Zeit, wo er dann weg ist, bis du dann geflogen bist, da waren ja auch nochmal so 2 Monate ungefähr dazwischen, war schon auch nicht so einfach. So dieses, will ich das wirklich? Will ich denn auch dahin? Und wenn ich dann da bin, was mache ich dann da? Und wie wird das so? Ne? Ja, richtig. Und ja, ein Learning für mich innerhalb dieses ganzen Prozesses bis dato war natürlich einerseits, ich fange mal mit den Kollaborationen an. Ich hatte ja große Sorge darum, dass Kollaborationen vielleicht so nicht in dem Umfang gemacht werden können. Worüber ich jetzt natürlich sehr dankbar bin, dass ich das alles immer sehr transparent kommuniziert habe, beziehungsweise die mich auch managt, das immer sehr transparent kommuniziert hat. So, ich konnte jetzt meine Lavera-Werbung zum Beispiel trotzdem machen, was mir einfach super am Herzen lag, weil ich einfach super gerne auch mit denen zusammenarbeite. Und auch andere Partner haben mir jetzt zum Beispiel die Produkte in die USA geschickt. Und darüber bin ich natürlich auch sehr, sehr dankbar, weil wenn es am Ende... Natürlich geht es am Ende natürlich auch darum, Geld zu verdienen, gar keine Frage. Aber wenn es dann Partner sind, mit denen ich einfach so gerne zusammenarbeite und wo ich merke so, wow, so da stehe ich einfach mit meinen Werten auch dahinter, dann freue ich mich natürlich umso mehr, wenn Leute natürlich auch an mich glauben und sagen, ey, wir schicken dir das dahin und dann machst du deine Werbung dahin, dann nehmen wir eben diese, keine Ahnung, 30 Euro mehr in Kauf oder wie auch immer. Und das hat mir jetzt natürlich gezeigt, so okay, es ist auch möglich hier. Ich kann das auch hier machen und die Leute sind auch bereit dazu, das herzuschicken, wenn sie mit mir arbeiten möchten. Und die andere Sache ist die, dass man ja, also wenn ich das jetzt auf mein eigenes Business beziehe, dass man ja immer auf etwas wartet, damit man dann den nächsten Schritt wieder gehen kann. Und in meinem Fall war das so, mein Business ist ja noch im Aufbau und das muss ja erst so zu 100% ein Selbstläufer sein, damit ich dann wieder den nächsten Schritt gehen kann. Aber also da habe ich jetzt auch gelernt, mich so ein Stück weit davon zu lösen, weil das, was ich hier gerade mache, ist ja auch Teil des Prozesses. Das ist ja auch Teil der Aufgabe, das Business weiterzubringen und weiter ja voranzutreiben. Und das merke ich vor allem daran, dass ich hatte super Glück, dass meine Samples für die neue Kollektion, ja, es kam jetzt eine neue Kollektion raus, die ist aktuell im Presale. Und ich hatte Glück, dass die Samples, die finalen, mir in die USA geschickt worden sind und die einfach schon 1A gepasst haben. Und dann war ich so, alles klar, ich bin jetzt hier und ich werde direkt anfangen, hier Shootings zu machen und diese wundervolle Landschaft dafür zu nutzen, Content, Content, Content zu kreieren und die Leute einfach nicht nur auf diese Reise mitzunehmen, sondern auch gleichzeitig so ein bisschen hinter die Kulissen und was passiert eigentlich bei Yogaga. Und ja, ich mache das eigentlich die ganze Zeit hinter den Kulissen. Ich stehe Model, ich mache die Webseite, ich mache all das und auch ein bisschen, ja, diese Zeit hier auch wirklich fürs Business zu nutzen und nicht einfach nur da zu sitzen und zu grübeln. Und ich glaube, das war so ein bisschen, wie sagt man? Ja, man hat sich so selber diese Blockade genommen, ne? So Mindshift. Ja, genau. Ja. Nee, das glaube ich. Und dieses, der Weg ist das Ziel, das ist halt einfach schon wieder so zutreffend, auch in diesem Fall für mich. Und ich glaube, dieser Spruch ist für mich einfach nochmal ein bisschen, es hat sich nochmal ein bisschen tiefer eingeprägt. Weil wenn man das mehr versteht, dann
kommt man natürlich auch wieder mehr ans Vertrauen. Ich glaube, dieser Shift, diese Transformation passiert gerade bei mir. Ja, jetzt ist natürlich, wenn man so einen Schritt ins Ausland macht, egal wo, egal wie, immer mit echt viel Angst behaftet. Vor allen Dingen, wenn man ja nicht selber auf die Idee gekommen ist. Jetzt war das bei mir ja auch eher so, ne? Ich meine, du kennst ja, durch Sascha haben wir uns ja eigentlich kennengelernt, durch meinen Mann. Der war so die treibende Kraft. Der kam ja plötzlich an und sagte, wir haben die Green Card gewonnen, wir können das ja mal machen. Und ich so, ne? Also ich weiß auch, über wie viel Mauern ich mit meiner Angstmauern ich springen musste, ne? Also was gebe ich hier auf? Was erwartet mich? Wie muss ich mich verändern? Bin ich da happy? Wird mir das gefallen? Ja, also all solche Fragen stellt man sich natürlich immer wieder und wacht nachts schweißgebadet auf, indem man denkt, oh Gott, weißt du, man erschreckt sich vor seiner eigenen Courage. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Dieses, ja, was habe ich jetzt gemacht? Hilfe Gott, ne? Also, weil man überholt sich ja dann irgendwann mal so schnell in solchen Entscheidungen und plötzlich rasen die Dinge irgendwie los und du kommst selber gar nicht mehr mit in deiner Entwicklung. Wie gehst du damit um? Wie gehe ich damit um? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Für mich ist das immer wieder so ein, meine Aufgabe ist es immer tatsächlich, in mein Gleichgewicht zurückzufinden, weil ich sehr, sehr, sehr schnell in meinen Kopf rutschen kann. Also im Sinne von, ich komme da dann auch nicht mehr so schnell raus, wenn ich selber nicht merke, so okay, jetzt ist es an der Zeit, so jetzt musst du auch wirklich wieder was dafür tun und einfach wieder zurück, raus aus dem Kopf, rein ins Herz und einfach verstehen, so du kannst es gerade mit deinen Gedanken auch gar nicht beeinflussen. So lass es einfach passieren, go with the flow und die Dinge werden sich schon zum richtigen Zeitpunkt ergeben. Das sind ja so Kleinigkeiten, die man dann rückblickend manchmal auch gar nicht mehr versteht, dass das ja auch Teil des Flusses war, wie zum Beispiel mit den Produkten, die mir dann hierher geschickt worden sind, die einfach so gar nicht geplant waren. Und am Ende lösen sich die Herausforderungen ja dann doch irgendwie von ganz alleine. Und darauf lerne ich gerade einfach immer mehr zu vertrauen, zu meditieren, immer wieder zurück ins Vertrauen und ja, ich lasse es laufen. Also das ist jetzt auch nicht so, dass ich mich gerade extrem damit belaste, sondern ich lerne in dieser Transformation wirklich gerade immer mehr und immer mehr zu vertrauen. Und entsprechend fühlt sich das gerade jetzt, wo ich bin, auch einfach richtig an. Und ich denke mir, der Rest wird sich einfach auch so ergeben. Ich finde das so spannend bei dir auch, weil du meintest, wahrscheinlich kämpfen alle mit den gleichen Fragen am Ende. Das ist ja am Ende auch ein riesengroßer Schritt. Total. Ist es auch. Und man darf das auch gar nicht so unterschätzen. Manchmal hört sich das so leicht an. Und gerade wenn man schon, ich habe ja viele Auswanderer, mit denen ich auch spreche, die sind dann schon 100-mal in Amerika gewesen, sind sich auch total sicher, go for it. Aber es dann echt zu tun und dann wirklich, sag ich jetzt mal wie bei dir, der nächste Schritt wäre ja dann zu entscheiden. Also jetzt bist du ja quasi auf Probe da, ne, könnte man so sagen. Und der nächste Schritt wäre ja quasi dann die Wohnung zu kündigen oder unterzuvermieten oder was auch immer, ne? Und das ist dann nochmal eine andere Nummer, wenn es dann wirklich so ist, dass du dein Visum hast, dass du deine, ja, ich sag jetzt mal Brücke zumindest erstmal hochklappst, vielleicht nicht abbrichst, aber zumindest mal dich auf die eine Seite begibst der Brücke, sagt, ne? Also ja, dann deinen Mittelpunkt hier nach Amerika verlegst. Das ist einfach eine Nummer. Das ist so. Das hat Konsequenzen, gute und schlechte. Ja. Wie war das denn damals für dich, als ihr dann die Green Card gewonnen habt? Also die Entscheidung fiel, ihr habt die Green Card gewonnen. Seid ihr innerhalb Wochen, innerhalb Monaten, innerhalb einem halben Jahr? Wie schnell ging das? Nein. Also wir haben die gewonnen 2012. Das ist ja immer im Mai, sind ja immer die Ziehungen. Und wir sind im Prinzip 2 Jahre später, also 2014. Du musst ja, wenn du diese Green Card gewinnst, heißt das ja nicht, dass du die sofort hast, sondern du musst ja erstmal ganz viel einreichen an Papieren, ärztliche Untersuchungen, Zeugnisse, Einkommensnachweise. Und dann, wenn du die eingereicht hast, hast du so eine Losnummer und erst dann wirst du zum Interview quasi eingeladen. Und das hat ja schon 1 Jahr gedauert. Also dieser ganze Prozess vom Gewinn bis zu dem, dann das Einreichen der Unterlagen, dann den Visumtermin in Frankfurt bei der Botschaft, das war exakt 1 Jahr. Wir hatten am 13. Mai 2013 unseren Interviewtermin und wir sind am 2. Juni 2014 ausgewandert. Das heißt, im Prinzip war dann nach dem Interview, bis wo wir wirklich dann weg waren aus Deutschland, hat das 1 Jahr gedauert und insgesamt 2 Jahre, kann man sagen. Okay. Und würdest du sagen, du hast dich ein ganzes Jahr lang immer wieder mit den gleichen Fragen beschäftigt oder hast du das irgendwann? Also erst stand das für mich auch gar nicht so zur Debatte, weil ich beruflich einfach so, das lief gerade so gut bei mir und dann hat sich da aber was verändert. Das Unternehmen, für das ich überwiegend gearbeitet habe, wurde
verkauft oder hatte eben die Situation hatten sich verändert, sodass ich an dem Punkt stand, wo ich jetzt beruflich mich hätte eh neu orientieren müssen oder neue Kunden suchen müssen. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, weißt du, jetzt ist eigentlich gerade ein guter Punkt, dass wir gehen. Aber ich glaube, es gibt auch nicht den perfekten Punkt. Das ist wie mit dem Kinderkriegen, wie ein Business gründen. Ich habe auch daran gedacht. Ne? Also es gibt irgendwie nicht so den, finde ich, den richtigen Punkt. Eigentlich ist er jetzt. Also ich habe das ja auch so oft, dass ich mit Leuten spreche, die mit diesem Business starten, wenn ich mit Frauen spreche, die ihre Businesses, ja, jetzt ist noch nicht, weil Kinder noch zu klein und mein Mann beruflich so viel unterwegs und das ist totaler Quatsch. Wir reden uns das ja immer nur ein. Gibt ja nicht den perfekten Zeitpunkt. Ne? Das ist schon krass. Das hattest du ja, ich erinnere mich, als wir dann letzten Sommer so sprachen, auch ganz viele Fragen zu Amerika. Ne? Also wie ist das da und politisch und Versicherung und Menschen und so. Und da haben wir ja total lange auch drüber geredet. Ne? Ich glaube, das war auch nochmal echt interessant. Jetzt bist du ja da. Erzähl mal, wie sich das so für dich jetzt anfühlt. Also ist da nochmal was anderes, wenn man nur so eine Vorstellung hat oder das von jemandem hört oder dann wirklich jetzt auch da ist? Gut, jetzt ist natürlich, Utah ist nicht Florida, Florida ist nicht Kalifornien und so. Aber so sind diese Ängste, die du hattest, haben die sich verändert oder haben die sich verstärkt oder wie fühlt sich das jetzt im Vergleich zu dem, was du so vorher gedacht hast, an? Ich würde nicht sagen, dass die Ängste jetzt verstärkter sind, aber was sich natürlich verändert hat, ist, jetzt sehe ich das halt auch so schwarz auf weiß, wenn ich hier bin. Und ich fange jetzt mal mit einem unschönen Thema an und das ist für mich einfach diese Obdachlosigkeit, die ich in den USA einfach nochmal in ganz extremer Form wahrnehme, was jetzt nicht bedeutet, dass wir das in Deutschland viel besser haben. Ich merke nur nochmal, dass das hier echt nochmal eine andere Nummer ist. Und da muss man auch festhalten, dass Utah bzw. Salt Lake City ja noch einer der Staaten ist und einer der Städte, die es ja noch relativ gut trifft. Also hier gibt es ja nicht mal so viel Obdachlosigkeit wie jetzt wahrscheinlich in Kalifornien oder in San Francisco oder keine Ahnung wo. Oregon, Washington, Wahnsinn. Seattle, Portland, San Francisco. San Francisco, ich war kürzlich ja da. Ich habe mein Team ja besucht. Die leben ja beide im Silicon Valley und dann sind wir mit dem Taxi, mit dem Uber gefahren und gefühlt sind wir 10 Minuten, das war wie durch so ein Ghost Town, so Armageddon, wo nur Obdachlose rechts und es war so krass. Also hier ist schon krass bei uns und der Connor, mein Sohn, lebt ja in Portland und wir kennen ja Portland jetzt seit 10 Jahren. Also das war so unsere erste Anlaufstelle, als wir ausgewandert sind. Wir sind ja damals nach Seattle geflogen, haben Wohnmobil übernommen. Unser erster quasi Stopp war in Portland, Oregon. Und da war das schon so, wie du das jetzt sagst, so, oh, Schock, sowas gibt es, ne? Und da war das aber vielleicht ein Bruchteil von dem, was es jetzt ist, durch die Pandemic, durch die politische Situation. Und es gibt ganze Stadtviertel in Portland zum Beispiel, die wirklich geschlossen haben. Was war vorher eine unglaublich schöne Stadt, nicht zu groß, nicht zu klein, schöne Gassen, schöne Geschäfte und ganz viele Geschäfte gehen aus den Innenstädten raus. Also das hängt halt mit dem sozialen System hier zusammen, mit dem Mietrecht zum Beispiel, mit der Absicherung, aber natürlich auch mit dem, ja, also hier kommen durch, dass wir ja an Südamerika grenzen, an Mexiko grenzen, eben ganz, ganz viele Drogen ins Land, die eben so als Schwämme kommen. Und wo genau es dann am Ende dran liegt, weiß man nicht. Aber es hat sich, finde ich, jetzt so wir sind jetzt genau 10 Jahre hier und ich würde sagen, es hat sich verzehnfacht, wenn nicht noch mehr in diesen 10 Jahren und durch die Pandemic ist es eben noch mal krasser geworden. Ja, und genau darum geht es nämlich, also es, um nur mal noch mal ganz fest, kurz festzuhalten, es geht nicht darum, dass es hier Obdachlose gibt, die ich nicht sehen möchte. Es geht darum, dass ich damit konfrontiert werde und ich das einfach super, super traurig finde. Und das wiederum führt dann nämlich dazu, das System natürlich zu überdenken und die politische Situation und alles, wo ich dann wieder diese Ängste bekomme von wegen so, inwiefern kümmert man sich eigentlich hier um die Menschen? Und das führt wiederum dazu so, in Deutschland haben wir es eigentlich gar nicht so schlecht. Aber das wiederum führt, also das sind so Gedankengänge, weil ich denke mir, wenn ich jetzt nur nach der Politik gehen würde, dann muss ich auch ganz ehrlich gestehen, es gibt für mich keine Politik, wo ich dahinter stehe. Also für mich ist Politik im Allgemeinen etwas, wo ich nicht sagen würde, so ja, also das finde ich super, dass die das hier dort, hier und da so machen und keine Ahnung wie. Ja, und deswegen weiß ich nicht, ob das unbedingt ein, da komme ich jetzt aber auch selber erst auf den Trichter, so ob das mein Kriterium sein kann, mein K.O.-Kriterium zu sagen, so nee, die Politik, da stehe ich nicht dahinter, deswegen gehe ich da nicht hin, weil ich stehe auch nicht hinter der deutschen Politik.
Ja, genau. Und das ist eben der Punkt. Guck mal, wenn du das jetzt mal siehst als Unternehmerin zum Beispiel, gibt es eigentlich kein geileres Land als Amerika, ne? Also das habe ich auch immer wieder mit Leuten, wie einfach das hier ist, ein Business zu haben. Wir haben jetzt noch Besuch gehabt, auch von der Anja, die auch hier im Podcast mal war mit ihrem Mann. Die haben ja mehrere Airbnbs im Atlanta-Bereich. Und da haben wir noch über das Thema gesprochen und lange, was für einen Unterschied das macht. Selbstständig zu sein in Deutschland, selbstständig zu sein in Amerika. Ich habe jetzt noch einen Speech von Arnold Schwarzenegger gehört, wo er sagt, es ist immer noch das Land of Opportunities. Und das ist es einfach auch. Du hast in 20 Minuten eine LLC gegründet. Ich kenne noch keinen Menschen, der mal eine Finanzamtsprüfung hier hatte. Also das geht wirklich auf, du bist immer im besten Falle, kannst du nachbessern, falls mal irgendwas kritisch sein sollte. Aber du wirst nicht wie ein Straftäter. Und ich kann das wirklich sagen, weil ich habe ja 16 Jahre 4 eigene Reisebüros besessen und habe etliche Prüfungen hinter mir. Ne? Also da bist du immer quasi der Schuldige und der was mit Absicht Steuern hinterziehen wollte. Ne? Du hast ganz andere arbeitsrechtliche Bedingungen. Also das war für mich das Schlimmste, dass ich weiß noch, nach dem 11. September mit meinen Reisebüros ums Überleben gekämpft habe und dann nicht mich von Menschen trennen konnte, die eben vielleicht auch keine gute Leistung gebracht haben. Ne, also Sachen waren echt schwer in Deutschland und ich kann das wirklich sagen, weil ich war 20 Jahre in Deutschland selbstständig, ja, und ich habe wirklich 30, 40 Mitarbeiter geführt und ein Unternehmen geführt. Das war schwer, würde ich nicht mehr machen wollen. Und das ist wiederum die andere Seite, ne? Du kannst hier Free Speech, ne? Also klar, in Deutschland kann man auch seine Meinung sagen, aber es ist einfach, also ich bin ja immer so der Ansicht, beides zusammen wäre toll, ne? Geht aber leider nicht. Aber es gibt für alles Plus und Minuses, sehe ich schon auch. Du hast gerade was sehr Gutes angesprochen und das habe ich vor 2 Wochen bei meinem Freund beobachtet, als er hier seine Steuerpapiere eingesandt hat und gemeint hat, also er meinte eine Stunde vorher, er schickt jetzt seine Steuern weg und hat sich ans Handy gesetzt und hat irgendwas gemacht und meinte dann so abgeschickt. Und dann war ich so, wie, du hast deine Steuern am Handy abgeschickt? Ja, keine Ahnung, da gibt es irgendwas online, was er eben in dieser App machen kann, das alles einreichen kann. Und dann hat er direkt bestätigt bekommen, dass die Auszahlung bis dann und dann erfolgt. Ja, ja, ja. Es sind keine 5 Tage vergangen, er hat die Steuern zurückgezahlt bekommen. Ja, ja, das ist alles total unkompliziert. Ich war so baff. Auch so Datenschutzverordnung und so einen ganzen Scheiß, weißt du? Dieses ganze Deutschland ist einfach, finde ich, absolut null unternehmerfreundlich. Und meine Eltern waren selbstständig. Weißt, ich komme so aus so einem selbstständigen Haushalt. Ich würde im Leben alles machen, nur nie wieder in Deutschland selbstständig sein. Das ist total furchtbar. Und am Ende geht's Menschen gut, wenn es Unternehmen gut geht. Also ich bin da natürlich auch sehr stark sozusagen als Unternehmerin jetzt, für das ich spreche. Aber ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber was würdest du denn sagen, ist es denn ganz genau, was Amerika oder die USA unternehmerfreundlich macht? Also was macht es hier für die Menschen einfacher als in Deutschland? Wo ist da der gravierende Unterschied? Also Deutschland ist natürlich ein Sozialstaat und was ja auch ganz viele positive Dinge hat, ne? Also wie du sagst, ein soziales Netz, Menschen werden aufgefangen, Menschen, die ihren Job verlieren, und das finde ich auch total gut. Auch das ganze System im Prinzip, dass wenn du einen Job hast, bedingt das eigentlich auch eine Krankenversicherung, außer jetzt so Minijobber zum Beispiel, ne? Also es gibt schon sehr, sehr viele, finde ich, echt auch unheimlich gute Dinge im deutschen System, wie das Ausbildungssystem zum Beispiel, ne? Wie das Ganze, dass du eine Lehre machen kannst, wie sich das so aufbaut, dieses duale System und so. Also es gibt viele echt positive Sachen, wofür ja auch Deutschland steht und warum auch zum Beispiel deutsche Produkte oder auch deutsche Unternehmen für Qualität sind. Also man kann das nicht so schwarz-weiß irgendwie sagen. Es gibt schon auch Dinge, wo ich coache ja viele Führungskräfte hier in den USA, wo die sich wünschen würden, sie hätten Auszubildende, die dann, ne, also das macht den Jobmarkt hier echt schwer in Amerika, dass du qualifizierte, zuverlässige Leute in manchen Industrien findest. Also es gibt da, man kann das nicht so, also das ist so komplex, das Thema, Bilder. Man kann das gar nicht so sagen. Aber so als Grundsatz, wenn du jetzt, sag ich jetzt mal, als Solopreneur hier in den USA anfängst oder selbst begleiten ja auch mit Meetups, mit unserem Unternehmen, viele Firmen hier aus Deutschland in die USA, die haben zum Beispiel Wirtschaftsförderung, die kriegen günstig Land, wo sie Fabriken draufbauen können, die kriegen Zuschüsse, die kriegen Steuervergünstigungen, die kriegen Ausbildungsvergünstigungen, die kriegen Unterstützung, Personal auszubilden, ne, denen wird
deutschen Firmen zum Beispiel wird hier der rote Teppich ausgerollt. Deswegen kommen die ja auch wie verrückt nach Amerika, um hier zu expandieren, hier Produktion aufzubauen. Und das ist egal, wer Automotive Industrie, Manufacturing. Das heißt, für deutsche Firmen, die werden bescheuert, wenn sie hier nicht in den USA expandieren, weil das hier am unternehmerfreundlichsten ist, weil das Land das Ganze fördert. Als Solopreneur ist es an sich einfach. Du machst deine LLC, deinen Bankaccount, dann kriegst du deine Steuernummer und dann legst du los. Und das Einzige, auf was du am Anfang im Grunde achten musst, ist, dass du ein bisschen, also ich habe jetzt für mein Mastermind überarbeitet, Deutschland, Amerika, ich habe das Mastermind zum Businessaufbau für Frauen und dann habe ich so gegenübergestellt, was musst du denn wirklich beachten? Zum Beispiel, wenn du jetzt in Deutschland ein Business gründest, weil die Frauen kommen aus der ganzen Welt, aber überwiegend halb Deutschland, halb Amerika, ne? Und deswegen habe ich mal so eine Gegenüberstellung gemacht. Was musst du in Amerika beachten? Also auch rechtlich, zum Beispiel Website, was muss da draufstehen, Datenschutzverordnung und so weiter. Und was musst du in Deutschland beachten? Da ist die Liste halb so lang in Amerika zu dem, was in Deutschland ist. Und das macht es natürlich Gründern, die so, also jetzt so wie du, ne, Solopreneur, die so am Anfang stehen, macht es natürlich echt schwer zu wissen, wie mache ich es richtig? Was kann ich falsch machen? Was kann ich richtig machen? Und dann ist natürlich, das ist das eine. Und das andere ist, dass in den USA die Haltung eine andere ist, die das unterstützt. Also selbst wenn du jetzt anfängst und du kriegst zum Beispiel nicht gleich einen Erfolg oder du hast was vielleicht nicht richtig gemacht, dann sagt der Deutsche sagt, ja, das habe ich dir ja gleich gesagt. So von der Haltung her, der Amerikaner sagt, du, guck mal, jetzt hast du die Erfahrung gesammelt, aufstehen, Krönchen richten, beim nächsten Mal wird das sogar noch cooler. Ne? Also die Denkensweise ist halt völlig anders, die ist so supportive, die appreciaten, wenn du was machst. Das wiederum mag ich an den Amerikanern eben so sehr und das ist jetzt die positive Seite, über die ich sprechen möchte, weil also unabhängig davon, dass die eben so supportive sind, finde ich die Amerikaner an sich einfach so offen und so herzlich und ob das auf der Straße dann von manchen als oberflächlich abgetan wird oder nicht. Also für mich ist das, ich habe das ja schon mal erwähnt, Freundlichkeit und ich habe es lieber freundlich, kurz und knapp auf der Straße freundlich, anstelle von ja nicht begrüßt werden oder schief angeschaut werden oder ja, also da ist mir Smalltalk angemuffelt werden. Ja. Genau, da ist mir Smalltalk einfach lieber. Und zwar, ich nenne es jetzt mal oberflächlicher Smalltalk als gar kein Talk. Und das wiederum weiß ich halt hier sehr, sehr zu schätzen. Das beste Beispiel, ich bin hier ins Yoga-Studio zum ersten Mal gegangen, vor 1,5 Wochen. Und fand es so schön, dass die mich da so lieb empfangen haben. Also anscheinend sind das auch relativ ähnliche Leute, die da immer wieder reingehen. Und dann hat die eine schon gemerkt, so ich bin neu und hat mich gefragt, ob ich zum ersten Mal in dem Kurs bin, wo ich herkomme. Und ach ja, Deutschland, cool. Und erzähl mal, wie gefällst du hier und was machst du hier? Man hat einfach gemerkt, das war nicht so eine Ellenbogengesellschaft. Und selbst das muss ich sagen, als Yogi und als jemand, die auch schon vielen deutschen Yoga-Studios waren, ich möchte das jetzt auf keinen Fall alles über einen Kamm scheren, aber mir ist einfach trotzdem aufgefallen, dass das in Deutschland das einfach nicht so ist. Nicht mal in den Yoga-Studios, wo es eigentlich gang und gäbe sein sollte, weil die Philosophie hinter Yoga ja eigentlich, du weißt ja, wie die ist. Für jedermann. Und das repräsentieren aber viele Studios aufgrund der Menschen halt nicht. Ja, weil die so der Deutsche von der Mentalität, nicht alle kann man das ja nicht sagen, aber ich war jetzt letztes Jahr zweimal auf deutschen Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Also insgesamt war ich 4 Wochen auf einem deutschen Kreuzfahrtschiff unterwegs und der Deutsche von der Mentalität ist, man nimmt mir was weg. Ich komme zu kurz. Vielleicht ist das auch so in unseren Genen. Ich bin ja selber manchmal so. Ich kann das ja selber. Ich arbeite ja ständig auch an diesen Themen selber. Also ich will jetzt gar nicht mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, die sind, sondern ich entdecke diese Sachen ja auch oft in mir, dass ich sowas sozusagen denke, sage, handle und dann denke, warum denkst denn du jetzt so? Ne, das ist total verrückt. Ja, ich habe halt das Gefühl, bei uns geht's halt mehr darum, so besser zu sein als jemand anderes. Und hier habe ich halt manchmal das Gefühl, also das ist jetzt mein erster Eindruck, ne? Ich kann das jetzt noch nicht zu 100% so sagen, aber mein Gefühl, was mir jetzt gerade so gezeigt wird auch oder entgegengebracht wird, das ist halt so dieses, hier ist halt mehr so, lass uns zusammen daran arbeiten, dass wir beide irgendwie was Cooles davon haben. Mhm. Ja, ist aber auch so. Und da war auch so ein Beispiel, ich habe hier ein deutsches Mädchen kennengelernt, also sie ist auch aus Deutschland, aber
Wir haben uns dann zum ersten Mal verabredet. Ich habe ihr gesagt, so hey, an dem und dem Tag kann ich nicht. Ich muss hier Sachen produzieren und machen für den Launch und keine Ahnung was. Und die meint dann auch so, hey, gar kein Problem. Wenn du Support brauchst, sag mal bitte Bescheid. Ich helfe dir gerne. Ich würde auch noch für das und das Fotos brauchen. Vielleicht können wir uns da gegenseitig unterstützen. Das habe ich noch nie gehabt. Das habe ich in meinen 32. Vielleicht bin ich auch mit denen nicht, weiß es nicht. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber so, das war in dem Moment einfach so krass. Die hat einfach eine komplett andere Mentalität. Ja, das liegt aber auch daran, deswegen mache ich ja eigentlich überhaupt diesen Podcast, ne, und auch diese Vernetzung über den Podcast, dass Auswanderer natürlich auch noch mal ein anderes Verständnis dazu haben, ne? Also die, die diesen Schritt schon gegangen sind, so wie ich, wie meine Gäste hier, wie viele, mit denen ich hier auch arbeite oder befreundet bin, die kennen das ja auch. Und dann ist es ja wichtig, dir ein neues Netzwerk aufzubauen, dich mit neuen Leuten zu umgeben, ne, auch neue Freundschaften zu schließen, Hilfe anzunehmen. Hilfe vielleicht dann auch irgendwann neuen Leuten zu geben. Ich weiß auch, du hast am Anfang gesagt, so wahrscheinlich auch sehr misstrauisch, was will sie jetzt in Exchange, dass sie jetzt sich mit mir hier die Zeit nimmt und mit mir redet oder so, hast du bestimmt gedacht, ne? Aber das ist, ich finde, das ist unsere Verantwortung als Auswanderer, auch Neuen, die kommen, sozusagen gleich eine Abkürzung zu geben und die nicht ja erstmal herumwurscheln zu lassen und sich zu vernetzen. Dieses Vernetzen ist so wichtig und sich helfen, weil du hast halt nicht mehr diesen gewachsenen Freundeskreis, du hast nicht die Familie um dich herum und du bist einfach darauf angewiesen, dass du dir hier schneller als wie in Deutschland neue Leute aufbaust. Und so hilft man sich dann gegenseitig und supportet sich hier auch gegenseitig. Also zumindest kenne ich das so von all den Menschen, mit denen ich mich umgebe. Da entdecke ich mich tatsächlich immer wieder mal in dieser Falle von, der Amerikaner war jetzt gerade so nett zu mir, dass ich gerade gar nicht mehr weiß, ob das wirklich Freundlichkeit ist oder ob das jetzt schon irgendwie, ob irgendwas mit dem nicht stimmt. Und ich weiß nicht, ob es das, also wirklich, es ist manchmal einfach so eine, Verrückt, ne? es ist einfach manchmal so eine Freundlichkeit, dass ich manchmal nicht weiß, so, Doch, der ist so. Der ist, ja. war das jetzt jemand von der Straße? Unglaublich, oder? Guck mal, sind wir bescheuert, dass wir verrückt, dass wir so misstrauisch sind und hinterfragen, wie das ist, ne? Es ist doch echt total verrückt. Ja, und da merke ich dann immer so, boah, ich bin doch auch komplett Banane, dass ich jetzt wirklich denke, er ist jetzt jemand auf der Straße, der verrückt ist, ja, so misstrauisch werde. Und das habe ich jetzt tatsächlich schon ein, zwei Mal bei mir entdeckt hier. Und da dachte ich mir so, boah, ich habe dann auch irgendwann meinen Freund gefragt, meinte, ist das normal? Oder ab wann merke ich, dass es nicht normal ist? Und das ist, die Amerikaner sind einfach so. Deswegen habe ich ja auch Amerika so sehr vermisst. Ich so, ja, ich kann das schon verstehen. Ich kann das schon verstehen, warum er in Deutschland nie zu 100% glücklich war. Das ist ja auch nochmal ein Punkt, Ja, das glaube ich. der da auf jeden Fall auch in die Entscheidung mit eingespielt hat. Da kam er noch nie so hundertprozentig an. Es ist auch, glaube ich, schwer. Es ist ja schon schwer, manchmal als Deutscher dich in Deutschland zurechtzufinden. Und ich habe so viele Interviews hier geführt, wo Auswanderer, die dann diesen Schritt gemacht haben, gesagt haben, ich habe das Gefühl, endlich bin ich angekommen, was ich früher und in meinem Leben nicht war. Ne? Und ich glaube auch, dass es wirklich schwer ist, für Menschen wie jetzt dein Freund, dass der wirklich ankommt. Ich kenne das ja auch selber. Ich habe ja auch längere Zeit mal in der Schweiz gelebt und da war das zum Beispiel für mich auch super schwierig, da anzukommen, weil die Schweizer einfach auch nicht unbedingt sehr gastfreundlich sind. Verständlicherweise hat alles seine Gründe, ne? Also kann ich auch total verstehen. Ist auch nicht bewertend, sondern eher nur feststellend. Aber deswegen kann ich verstehen, wie man sich fühlt, wenn man der Ausländer ist. Und ich habe aber das Gefühl hier nicht. Also ich lebe ja jetzt schon 10 Jahre hier. Klar, man muss immer mal wieder seine Geschichte erzählen. Und ich habe vorgestern oben bei uns auf der Dachterrasse gesessen und hier, da sind neue Leute hier bei uns eingezogen. Und natürlich, dass nach den ersten 3 Sätzen kommt, ah, wo kommst du her? Ne? Wegen meinem immer noch starken Akzent. Und dann erzählst du nochmal wieder die Geschichte. Aber das macht ja, ich habe mittlerweile auch gelernt, dass es gar nicht schlimm ist, sondern so findet dann auch eigentlich immer eine nette Unterhaltung mit Menschen statt. Und der Amerikaner fragt das auch den anderen Amerikaner, wo kommst du her? Also das ist jetzt nicht nur, dass ich eben deutsch bin, aber seit ich hier lebe, habe ich nie das Gefühl, nicht willkommen zu sein. Hingegen, ob wir jetzt nach Bayern gezogen sind oder in der Schweiz gelebt haben, dieses Gefühl habe ich da so oft empfunden. Kann es nachvollziehen oder auf jeden Fall nachempfinden, jetzt wo ich bin erst zum dritten Mal schon hier und jetzt aber auf jeden Fall nochmal einen ganz anderen Einblick bekommen auf alles. Und ich kann jetzt so peu à peu nachempfinden, warum er sich hier natürlich wohler fühlt. Und ja, das hat halt alles, wie du gesagt hast, alles so. Jetzt ist dann die Entscheidung, ne? Jetzt kommt als nächstes.
alles Plus- und Minusseiten. Und auf der Minusseite steht aber auch, um jetzt nochmal auf das Politische zurückzugehen, ist halt zum Beispiel die Waffenpolitik. Ich finde es halt ganz und gar nicht geil, dass das so eine Normalität hier ist, dass Menschen einfach eine Waffe besitzen. Und ich wurde dann zum Beispiel auch mal von einem Bekannten von ihm gefragt, was ich eigentlich darüber denke. Und ich meine so, es würde natürlich viel weniger Fälle geben und Morde oder Amokläufe oder sonst irgendwas, wenn es erst gar nicht erlaubt wäre. So, es heißt nicht, dass wir das in Deutschland nicht haben, dass es einen Amoklauf oder sowas gibt, aber es ist hier ja nochmal eine ganz andere Annahme, dass sowas passieren kann als bei uns in Deutschland. So wie man bei uns in Deutschland so ein Feueralarm testet in der Schule, werden hier ja Amokläufe getestet. Ja, du kannst mit 21 Alkohol trinken, aber mit 18 Maschinengewehr im Walmart kaufen. Und ich wurde letztens nach einem Ausweis gefragt, als ich ein Feuerzeug kaufen wollte. Ich so, wie bitte? Ja, für ein Feuerzeug musst du 18 sein, damit du das hinter den Schädel rausbekommst. Nein, echt? Das wusste ich nicht. Sehr krass. Ich weiß nicht, ob das so ein Utah-Ding ist, aber ich war sprachlos, wirklich. Ich musste wirklich lachen. Ich habe dann nur gemeint, hey, sorry, ist gar nichts wegen dir gerade, aber ich komme aus Deutschland und es ist gerade einfach ein bisschen komisch für mich. Das ist ja echt krass. Dass ich gerade für ein Feuerzeug nach dem Ausweis gefragt werde. Ja, das war witzig. Das stimmt, aber es ist halt so, und es gibt so gewisse Punkte, wo sich viele Deutsche immer wieder dran hängen. Unter anderem natürlich die Waffenpolitik, und ich finde die auch total beschissen. Aber ich hatte zum Beispiel hier mal ein Interview im Podcast mit dem Daniel Jackli, der hat seine Dissertation über das Thema abgelegene Gebiete und Farming in den USA geschrieben und war für diese Research ein Jahr in Wyoming auf einer richtigen Farm, um das ganze Leben dort zu verstehen. Und wenn in dem Gespräch wurde das nochmal so klar, dieses ganze Thema kommt ja nicht, weil die Leute hier so crazy mit Waffen sind, sondern das kommt ja aus der Geschichte, sich eben hier zu verteidigen in den ländlichen Gebieten, ne, wie Wyoming, dann bist du auf einer Farm, dann hast du Wölfe und Bären und was weiß ich um dich herum und unliebsame Nachbarn. Und so ist das Ganze natürlich quasi entstanden. Und das, ich denke, wo das Disconnect ist, ist, dass das natürlich diese Art und dieses Denken ist für manche Regionen immer noch sehr präsent, wie Montana, Wyoming, irgendwo mittlerer Westen, irgendwo, wenn du in der Knüste hier bist, manchmal fährst du 4 Stunden zum nächsten Nachbarn hier und du musst dich natürlich, dich und dein Land und was auch immer du hast, quasi verteidigen vor wilden Tieren und früher ja auch Eindringlingen. Aber das lässt sich natürlich nicht mehr auf das heutige Leben und auf Städte und so weiter rübermünzen. Und ich glaube, da ist halt der Disconnect. Aber es ist natürlich für die Amerikaner normal. Und da ist zum Beispiel, was ich dann immer wieder sehe, also ich kenne jetzt auch ein paar Familien hier, amerikanische Familien, und da ist dann immer so, zu wissen, dass die dann auch eine Waffe haben, ist dann manchmal bei mir auch so, boah krass, ich kenne euch jetzt und ihr seid so liebe, nette Menschen. Und dann passe ich auch auf, dass ich das nicht, also am Anfang habe ich es wirklich verurteilt, muss ich sagen. Das war so ein komplettes so, boah, absolutes No-Go. Und jetzt mittlerweile, ich sage nicht, dass ich das okay finde, aber ich merke so, ich darf das nicht verurteilen, weil für die ist das normal. Die kennen das nicht anders. Das ist so, ja? Die sind super nett und für die ist das so ein, aber wir brauchen das, weil wir müssen uns ja verteidigen können, weil ja jeder eine Waffe hat. Aber wenn nicht jeder eine Waffe haben würde, dann müsstest du dich nicht verteidigen. Ja, aber das, du als wir in unserem allerersten Jahr, ich glaube im ersten halben Jahr, haben wir in so einer Neighborhood in North Carolina gelebt. Und dann waren wir von einer Schulfreundin, von unserer Tochter eingeladen und dann haben die uns ihre ganzen Waffen gezeigt. Die hatten bestimmt 400 Waffen im Haus. Die hatten das in Tresoren, alles gut. Die hatten dann in der Garage, haben die Munition abgefüllt. Und dann haben die uns die ganzen Gewehre gezeigt. Kannst du dir vorstellen, ich habe mich wochenlang nicht mehr darüber eingekriegt. Super nette Leute, die haben das als Sport gemacht. Und das war für mich unverständlich. Das war in meinem, so wie du, in meinem ersten halben Jahr, jetzt 10 Jahre on the road. Wir sind ja auch viel durch die USA gereist. Weißt du, dann sprichst du ja auch mit vielen Leuten. Habe ich das viel mehr also ich bin da überhaupt nicht für, ganz im Gegenteil. Ne? Also dass ich verurteile das total und ich würde das auch am liebsten geändert sehen, aber ich verstehe das natürlich viel mehr, dass das einfach hier auch Part der Kultur ist. Und es ist ja so, Amerika ist einfach halt ein Riesenland. Und auch wenn wir denken als Deutsche, wir verstehen das, weil wir vielleicht gut Englisch sprechen, es ist trotzdem ein anderes Land. Und es sind ganz andere Menschen, die haben ganz anderen Hintergrund, die haben ganz anderes Verständnis für viele Sachen. Und es liegt an uns, nicht das zu beurteilen, sondern es liegt an uns, es verstehen zu lernen und erst dann können wir uns darüber ein Urteil bilden, glaube ich. Ist so. Und da lerne ich gerade mit umzugehen und das eher aus der Perspektive zu sehen, so
hey, die sind so aufgewachsen mit dieser Normalität, dass du das brauchst, um dich zu verteidigen. Und wer bin ich denn da jetzt zu sagen, so, hä, die sind doch nicht normal, das ist für mich nicht menschlich so. Nein, das sind trotzdem nette Menschen, das sind trotzdem coole Menschen, die ich kennengelernt habe. Mhm. Mhm. So, wie geht's jetzt weiter? Drauf philosophiert. Alle warten auf die Antwort, wandert Wildern aus. Wandert Wildern aus. Wildern. Ja. Ja, die Frage kam tatsächlich sehr, sehr, sehr oft. Ich teile jetzt natürlich schon seit 6 Wochen auf Social Media diese Reise und nehme die Leute natürlich auch so gut es geht mit und versuche ganz viel aus meinem Alltag zu teilen, zusätzlich, was ich eben zu Yogaga noch mache. Und die Frage, hey, bist du eigentlich ausgewandert? Habe ich was verpasst? Oder hey, willst du auswandern? Ja, du hast auch lange nicht drüber gesprochen, ne? Also du hast es natürlich erstmal so mit dir ausgemacht und plötzlich kam jetzt, ich bin in Utah, hi. So. Ja, und ich habe ja auch ganz lange gar nicht meinen Freund auf Social Media gezeigt. Das war ja auch sowas, das habe ich erstmal so für mich einfach leben wollen und möchte das natürlich auch immer noch nicht ganz so präsent machen. Aber so, der ist es natürlich auch immer im Social Media immer wieder zu sehen, ne? Und das ist auch okay. Und nichtsdestotrotz möchte ich natürlich langfristig immer gucken, dass das Private doch ein bisschen mehr privat bleibt und ich das nicht zu sehr vermische, weil ich da in der Vergangenheit einfach auch nicht so schöne Erfahrungen mitgemacht habe. Ich glaube, ich habe dann eine ganz gute Balance gefunden. Entsprechend möchten die Leute natürlich auch wissen, was passiert denn jetzt oder wo bist du, was machst du? Und was ich soweit sagen kann, und das habe ich ja auch in meinem letzten Podcast mit dir schon gesagt, dass ich im letzten Jahr für mich einfach so beschlossen habe, so wenig wie möglich mein Leben kontrollieren zu wollen. Und solange für mich die Entscheidung noch nicht 100% klar ist, im Sinne von jetzt fühlt es sich gerade richtig an, werde ich auch keine Entscheidung treffen. Aber was ich mache, ist, ich lerne einfach gerade viel weniger diese Boundaries zu haben, von wegen, du kannst nicht in die USA aus dem und dem Grund und du kannst nicht das machen, weil in Deutschland das und jenes besser ist, sondern ich versuche wirklich gerade so im Fluss des Lebens zu fließen und das alles so mitzunehmen und die positiven Sachen auch positiv zu sehen und ja, auch gerade wie mit diesen Waffen gerade, was wir angesprochen haben, für mich zu wissen, so, das kann kein Ausschlusskriterium sein, weil das ist für diese Menschen einfach Normalität und indem ich diese Menschen verurteile, mache ich mich auch nicht besser. Und das ist gerade eher so ein Prozess, den ich mit mir, der glaube ich auch wichtig ist für meinen Werdegang, das alles so zu leben, weil ich glaube, das macht mit mir persönlich auch nochmal was. Und ich glaube, ich bin wirklich feste davon überzeugt, dass wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass ich das einfach klar spüren und merken werde, dass es jetzt an der Zeit ist zu gehen. Und dann kommt ja aber auch noch dazu, dass ich ja sowieso an die Wohnung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in Deutschland gebunden bin. Ich kann sowieso gerade auch noch gar nicht aus dem Vertrag. Und deswegen bin ich da auch sehr entspannt, muss ich sagen, im Vergleich von noch vor 5, 6 Monaten. Weil die Wohnung gibt es erstmal. Also ich kann auch aktuell erstmal hin und her pendeln. Und das ist ja auch das Gute an meinem Job, dass ich ja das einfach gerade machen kann, weil ich mein eigener Boss bin. Und entsprechend, glaube ich, werde ich die richtige Antwort dafür noch bekommen. Interessant, ja, cool. Macht ja auch Sinn, man muss ja auch vielleicht gar nicht unbedingt gleich so eine krasse Entscheidung treffen. Und das, was du so sagst, erstmal in sich reinzuspüren, finde ich auch total gut, weil ich glaube, dass manche Themen im Kopf im Vorfeld viel größer sind, als sie im Endeffekt dann sind, wenn du dann da bist und wenn du dieses Leben lebst. Weißt du, so dieses, ich bin dann weg und habe alle Brücken abgebrochen zum Beispiel, vielleicht ist das gar nicht so krass. Selbst wenn du dann die Entscheidung ist, hier zu sein, vielleicht ist das gar nicht so dieses endgültige, vielleicht gibt es, weißt du, es gibt ja nicht nur das eine, das andere, vielleicht gibt es auch was dazwischen. Genau, vielleicht ist ja mein Weg auch erstmal, das habe ich gerade auch verstanden und akzeptiert, vielleicht ist mein Weg aktuell dieses so, ich pendel erst hin und her und ab einem bestimmten Zeitpunkt ist es mir vielleicht gar nicht mehr möglich zu pendeln und dann bleibe ich einfach hier. Oder ja, keine Ahnung. Ja, visumstechnisch, ne? Also visumstechnisch wirst du da irgendwann Schwierigkeiten mit haben, weil jetzt bist du halt zu Besuch auch. Ach ja, das spielt natürlich auch eine Rolle. Legitim, ne? Und irgendwann musst du natürlich dann die Entscheidung treffen. Ja. Weil dann, das war ja zum Beispiel bei uns wir waren ja jetzt bis ja letztes Jahr alle Amerikaner geworden und bis dahin hatten wir ja eben ja quasi 8 Jahre die 8, 9 Jahre, 8 Jahre die Green Card. Und auch bei der Green Card jetzt nicht so krass wie bei dir, wenn du nur auf dem Touristenvisum bist, aber wenn du ganz oft hin und her reist, musst du ja nachweisen, wo dein Wohnsitz ist. Und dann kann das durchaus sein, wenn du längere Zeit, also zu oft reist und längere Zeit außer Landes bist für längeren Zeitpunkt, dass irgendwann der Immigration Officer dann sagt, du, pass auf, du warst jetzt hier so viel weg und du bist jetzt eigentlich weniger hier als da und dann revoken wir deine Green Card. Und das war immer so unsere Befürchtung,
selbst wenn wir da jetzt noch keinen Fall gehört haben, aber du, es ist trotzdem, birgt es einen kleinen Unsicherheitsfaktor. Und so ist das natürlich dann auch. Und da ist natürlich schon, war für uns jetzt wichtig, eben diese Staatsbürgerschaft zu haben, dass wir einfach diese Unsicherheit nicht mehr da drin haben. Und so ist das bei denen natürlich auch. Irgendwann musst du natürlich deinen Lebensmittelpunkt irgendwo haben, um dann auch entsprechend die Visa-Requirements zu erfüllen, ne? Ja, da will ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber vielleicht ganz kurz anschneiden. Wir hatten ja auch ein Gespräch mit einer Anwältin, die du uns ja auch empfohlen hattest, um zu gucken, welche Visa-Möglichkeiten haben wir eigentlich. Und es gibt ja auch eine Möglichkeit, die man gehen kann, ohne dass man zum Beispiel verheiratet ist. Aber dieser Weg ist natürlich ja ein steiniger, sage ich jetzt mal, und dauert viel, viel, viel länger, als wie wenn man, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel ein Künstlervisum, wobei ein Künstlervisum auch lange dauern kann. Ich habe auf jeden Fall verschiedene Optionen und da bin ich gerade auch am Abwägen, welche Optionen ich da fahren möchte oder wir da fahren möchten. Und ja, vielleicht gibt es ja irgendwann oder bald, vielleicht schneller als geplant, auch wieder einen Podcast dazu. Genau. Dann daten wir euch natürlich ab. Aber was ist auf jeden Fall, es gibt immer eine Möglichkeit. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig zu sagen, wo der Wille ist, ist auch der Weg. Es gibt immer eine Möglichkeit, wie du dir das hier ermöglichen kannst, in den USA zu leben. Da haben wir ja eben auch letztes Jahr da so drüber gesprochen, dass es eben nicht nur den einen Weg gibt, sondern dass es ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt, der dann auch passt. Klar, man muss dafür was tun und man muss dafür auch Entscheidungen treffen und dann irgendwann Commitment, vielleicht sogar auch ein Investment machen. Aber es gibt auf jeden Fall verschiedenste Möglichkeiten, um dir hier eine Existenz eben auch aufzubauen, wenn die Entscheidung dann getroffen ist. Ja, Bildern. Erzähl uns noch mal so zum Schluss ein Wort. Wie gefällt dir Salt Lake City? Ist ja nun jetzt nicht die, wir hatten ja jetzt gerade ganz viel über das Thema, welcher Staat ist für dich der richtige? Und ich habe da ne ganz viel, wir haben ja auch ein Quiz raus, wo man das selber auch mal so testen kann. Da alle Florida, Florida, Florida. Also ich höre da nur Florida. Jetzt bist du da gelandet, wo man vielleicht als Auswanderer nicht unbedingt als erstes so hinguckt oder landet oder das auf dem Plan hat. Wie gefällt dir Utah und Salt Lake City? Also ich muss sagen, rein vom Landschaftlichen muss ich sagen, finde ich es einfach nur so, so, so wunderschön. Und ich hatte ja am Anfang auch erwähnt, dass ich aus Isny komme, wo wir die Alpen auch ganz nah haben, wo die Schweiz, wo Österreich ganz nah ist. Da war ich nur 30, 40 Minuten entfernt von. Und entsprechend, das ist hier natürlich nochmal eine ganz andere Dimension, aber ich bin einfach so überwältigt von der Natur, von den ganzen Bergen, die uns so hier im Tal quasi einschließen. Das ist ja wie in Stuttgart so ein bisschen, dass man in diesem Kessel hier liegt und außenrum diese Berglandschaften hat, die so überdimensional groß sind. Es sieht wirklich aus wie gemalt. Also wenn das Wetter schön ist und man fährt so die Straßen entlang, dann sieht es einfach aus, als wäre das unreal, als wäre das einfach surreal. So wie gemalt sieht das aus. Und was mich hier auch so fasziniert, ist auf jeden Fall, du hast einerseits die Berge oben, wo du Skifahren gehen kannst, wenn du 20 Minuten in die Berge hochfährst. Dann bist du unten im Tal und heute haben wir es, glaube ich, 20, 23 Grad. Da kannst du mit einem T-Shirt rumlaufen. Dann wiederum kannst du, wenn du im Sommer weiter rausfährst, nur 30 Minuten, 40 Minuten weiter, bist du in der Wüste, da hast du dann 40 Grad. Also es ist einfach, landschaftlich finde ich es wirklich atemberaubend, wirklich. Es ist so unglaublich schön. Menschliche Ebene, wie gesagt, auch. Ich finde die Amerikaner an sich einfach, ja, ein sehr, sehr nettes Volk. Und das gefällt mir auch sehr gut. Und was ich nicht so schön finde, ist, dass mein Freund aufgrund der zeitlichen Begrenzung, die er hatte, weil er ja hier diesen Job bekommen hat, innerhalb 3 Wochen herkommen musste und so weiter, hatte er eine Wohnung hier im Downtown bekommen. Und da, wo er jetzt gerade ist, also die Wohnung ist wunderschön, aber der Ort, an dem er gerade lebt, das ist halt genauso die Straße, wo auch die Obdachlosigkeit eben am meisten von betroffen ist. Aber das kann man ja ändern. Genau, und das ist natürlich mit dem Hund dann jedes Mal rausgehen und in dem wunderschönen Park sein, wo halt viele einfach unter Drogeneinfluss sind und so weiter. Das ist nicht so schön, aber wie du sagst, er hat hier diesen Vertrag für 12 Monate. Das ist ja kein dauerhafter Zustand, von daher. Eben. Und das Gute ist ja auch, und das ist ja auch bei vielen Auswanderern, ich würde immer erstmal hin, vielleicht ein Jahr was mieten, sich die Gegend angucken und dann kriegt man schon ein Gefühl, welcher Ort gefällt einem gut, welcher Stadtteil, wo möchte man gerne hin? Und ich bin mir sicher, da habt ihr jetzt bestimmt schon euch was angeguckt, was euch gut gefällt, ne? Oh ja, du kennst mich jetzt auch schon ein bisschen. Wir haben natürlich hier ganz viel Exploring schon gemacht und tatsächlich gibt's hier einen Stadtteil, wo ich sag so, wow, es ist einfach so schön. Es ist so, ja, das kann man nicht beschreiben, das gibt's in Deutschland so nicht. Es ist einfach wunderschön und das ist tatsächlich so ein Plätzchen, wo ich mir denke so, das wäre schon ein nettes Örtchen, hier so zu sein.
Also, dann hast du ja schon eine Vision. Und dann musst du dich unbedingt, ich habe ja hier im Podcast auch schon den Daniel Haas gehabt, das ist ja unser deutscher Pastor in Salt Lake City und seine Familie, mit denen muss ich dich unbedingt noch verknüpfen. Ach, cool. Kennt sich da, der lebt schon ganz lange in Utah, auch vielleicht mal, er hat bestimmt noch ein paar Geheimtipps auch auf Lager, denn darum geht's ja hier im Podcast auch, ne, dann nochmal die Auswanderer hier zusammenzubringen und ja. Das ist auch ein ganz cooler. Ja. Ja. Wir sind gespannt, Wildern. Ich auch. Danke. Ja, das glaube ich. Ich auch. mal gucken, wo es so hingeht, beziehungsweise wann du dann hier bist. Und ja, vor allen Dingen auch, wie es mit deinem Business weitergeht. Ne? Denn da startest du ja nun auch gerade durch. Ne? Also unbedingt mal auschecken. Gerade eine ganz neue Kollektion rausgekommen. Super schöne Sachen, gerade jetzt so für den Sommer. Total tolle Sets, also wunderschöne Farben. Also ganz, 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 ganz toll. Da geben wir jetzt auch nochmal den Link mit in die Shownotes. Auf jeden Fall reingucken. Und wer mehr so über diese Entstehungsgeschichte und die Philosophie und so wissen möchte, da linke ich auch nochmal den Podcast, den ich mit Wildern aufgenommen habe, in dem Monique Menesi Podcast. Und da könnt ihr auch nochmal reinhören, denn da erzählst du ja auch nochmal so, wie du dazu gekommen bist, was hinter der Brand steckt und so weiter, weil das ist echt auch total spannend. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Es hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht, heute mit dir darüber zu sprechen. Und ja, auch danke an dich, dass du die Leute da so mitnimmst und auch nochmal mit einigen eigenen Fragen nochmal so konfrontierst. Und das macht tatsächlich auch was mit mir, nochmal darüber zu sprechen, obwohl ich das natürlich in meinem Kopf so schon habe. Aber nochmal das so zur Aussprache zu bringen, ist auch nochmal so, ach krass, ich habe gerade das und das realisiert. Hilft auf jeden Fall, tut gut. Und ich finde, du machst deine Podcast sowieso super. Deshalb ja, war ich sehr, sehr dankbar, heute nochmal dabei sein zu dürfen. Es war mir eine Riesenfreude. Ah. Sehr gerne, immer wieder. Ich hole dich wieder zurück, wenn es Neuigkeiten gibt. Also ihr könnt ja auch mal schreiben auf Instagram oder ne, wo auch immer ihr jetzt hier den Podcast hört, wie euch die Folge gefallen hat. Vor allen Dingen der Wildern einfach mal auf Instagram, mir auf Instagram folgen und dann auch ne, mal schreiben, was ihr vielleicht für Fragen habt, was ihr noch wissen wollt, was wir hier noch nicht beantwortet haben. Und dann bringe ich euch die Wildern zurück, versprochen. So machen wir das. Hab einen schönen Tag. Tschüss. So machen wir das. Danke, meine Liebe. Ciao. So schön, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir jetzt die Podcast-Folge gefallen hat, Mensch, dann tu mir doch einfach mal einen Gefallen. Spring auf dein Podcast-Portal und hinterlass dort eine 5-Sterne-Review, vielleicht mit einem kleinen Text dazu. Und wenn du magst, tag mich auch gerne, wenn du die Folge hörst, auf Instagram @muttersprachepodcast. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, schau mal auf der Podcast-Seite www.muttersprachepodcast.com vorbei oder wenn du Interesse am Businessaufbau hast, dann schau mal bei moniquemenesi.com vorbei. Schön, dass du da warst. Bis nächste Woche.